So also ist das. Oft gesehen, zu oft geschehen. Das Ende, genauer der Anfang vom Ende. Denn für die eleganten, chromblitzenden Karossen, vielleicht soeben noch der fünfsitzige Stolz seines zu eiligen Herrenfahrers oder für das schon etwas asthmatische Hobby eines Bastlers, fängt jetzt der letzte beschwerliche Weg erst an. Wir wollen es dabei begleiten, wollen einmal sehen, wie und wo es enden wird. Jetzt, wo es mit der eigenen Kraft seiner PS allein einfach nicht mehr getan ist, müssen sich die havarierten Kilometerschlinger von vorgestern eine nicht sonderlich behutsame Behandlung gefallen lassen. Wo gestern noch Polierwarte den Lack und Chrom sorgsam pflegte und streichelte, fassen jetzt harte Männerfäuste zu, schlingen sich eiserne Ketten grob und unbarmherzig um das zerschundene Blech. Start klar zur unabänderlich allerletzten Fahrt. Niemand verspürt noch Lust, sich auf diesem allerletzten Weg hinters Steuer zu setzen. Gestern noch, während der Urlaubsfahrt auf den Alpenpässen, an der Riviera oder bunt geschmückt als Heiratskutsche, vielleicht auch das als kostspielige Ursache von Strafmandaten und polizeilichen Protokollen, heute Schrott, geschunden und gefesselt auf den letzten Kilometern einer Autokarriere. Das ist die Endstation, der Autofriedhof, die Ruhestätte ungezählter Kraftfahrzeug-Veteranen und Totalinvaliden. Und wer hier einmal gelandet ist, seinen Platz unter Hunderten von Alter und vom Unfall gezeichneter Schicksalsgefährten gefunden hat, für den gibt es keinen drinnen, kein Zurück mehr. Dieser Autofriedhof ist eigentlich gar kein Autofriedhof, auch kein Krematorium. Es ist eher eine Anatomie, in der allerdings diese Ziermesser durch Schraubenzieher, Bohrer und anderes Autowerkzeug ersetzt werden. Darin üben sich hier Jung und Alt. Die noch brauchbaren Teile und Organe werden ausgebaut und finden noch manchen Interessenten. Allein im Bereich des Polizeipräsidiums Stuttgart werden auf diese Weise monatlich im Durchschnitt über 300 Wagen verschrottet. Das hier ist Herr Nill, der Chefchirurg und Besitzer der Autoverwertung. Herr Nill, sagen Sie mir, wie viele Modelle und wie viele Wagen fallen bei Ihnen so durchschnittlich in der Woche an? Welche sind Ihre hauptsächlichsten Kunden und was von den Einzelteilen, die hier ausgeschlachtet werden, wird in erster Linie gewünscht? Ja, es sind täglich ca. 8 Fahrzeuge, die bei uns anfallen, also in der Woche sind ca. 50 Stück. Es ist unterschiedlich der Anfall, aber ziemlich regelmäßig. Die Fahrzeuge werden uns angeboten. Es handelt sich um Unfallfahrzeuge, in der Hauptsache auch um LKWs, die altershalber ausgeschieden werden und selbstverständlich PKWs, die im Laufe der Jahre eben altersschwach geworden sind und den Weg allen Irdischen gehen müssen. Ja, ich hätte jetzt noch eine Frage. Was wird nun ausgeschlachtet? Was ist noch begehrens- und kaufenswert? Und aus welchen Kreisen rekrutieren sich Ihre Kunden? Also die Fahrzeuge, die zur Verwertung kommen, sind Fahrzeuge, die von etwa 25 Jahren rückwärts bis auf den heutigen Tag. Es hat Fahrzeuge, die nur wenige Kilometer zurücklegen, bis sie bei uns landen. Es hat Fahrzeuge, die 10, 15, 20 Jahre brauchen, bis sie zum Autofriedhof den Weg finden. Der Kundenkreis ist ziemlich umfangreich und anfallen tun grundsätzlich alle Fahrzeuge, die auch einmal neu gebaut werden. Und sei es auch ein Fahrzeug, das mal unser ehrenwerter Herr Bundespräsident vor Jahren gefahren, als er noch Minister war, in der Löwenstraße wohnt, in Dägerloch oben, oder von einem Max Schmeling. Alle diese Fahrzeuge gehen einmal den Weg des Irdischen. Ja, darf ich Sie noch nach dem Preis fragen, nach der Preisgestaltung bei diesen Einzelteilen? Die Preisgestaltung ist natürlich wesentlich geringer als wie bei einem Neuteil, aber in der Hauptsache ist das nicht ausschlaggebend. In der Regel werden die Teile deshalb gekauft, weil von vielen Typen es keine Neuteile gibt, die vielleicht 4, 5 oder 6 Jahre alt sind, weil sie aus der Produktion schon lange herausgenommen sind. So wechseln Armaturenteile und Geldscheine ihren Besitzer. Stark gefragt sind diese automobilistischen Antiquitäten. Die Einzelteile werden ausgebaut, auseinandergenommen, sortiert und nach Typen, Modellen und Jahrgängen gestapelt. Hier ein typischer Autofriedhofskunde. Ein BMW angeschafft, ein
Baujahr 38, 2 Liter Sportwagen. Und da habe ich mein neues Lenkrad dazu. Aber neu, nicht gerade neu, aber doch gebrauchsfertig und verkehrssicher. Und außerdem eine Hochleistungsschindspule. Die alte ist durchgebrannt und ein Seitenspiegel. Wunderschön. Einzelteile, wie ich annehme, die Sie normalerweise in Einzelgeschäften nicht haben können. Es ja, ist ein altes Modell. Sind. Ja. Noch eine andere Frage. Sind Sie hier ständiger Gast? Oder? Meistens. Ich gehe meistens zum Mädel. Ja. Sie kommen öfter hierher. Sie haben gute Erfahrungen gemacht und haben sich auf diese Art und Weise Ihren Wagen zusammengebaut. Ja. Die noch gebrauchsfähigen Einzelteile aus den Wracks verhelfen so manchem anderen zur Verkehrssicherheit und zur Neuzulassung. Endstation und neuer Anfang. So schließt sich auf dem Autofriedhof der Ring.